Ja, hallo, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz des HCR Lange im Jahr 2021. Heute einen Tag vor dem ersten Heimspiel gegen die Füchse Berlin, das auch unter dem Motto gemeinsam für die Kinderhospizarbeit steht. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute Harald Rosenberger bei uns in der Runde begrüßen dürfen, Vorstandsmitglied unseres Premium-Partners der Nürnberger Versicherung, daneben unser Geschäftsführer René Selke und unser Cheftrainer Michael Harz. René, hinter uns liegt jetzt eine relativ lange Wintervorbereitung, unter anderem auch mit einer Weltmeisterschaft, wo der HC Erlangen auch mit 4 Spielern vertreten war. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, was jetzt in der Zeit auch so hinter den Kulissen passiert ist? Ja, also zunächst erstmal freuen wir uns natürlich, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Zunächst ist natürlich aber auch ganz wichtig zu erwähnen, dass alle WM-Teilnehmer gesund und munter wieder zurückgekehrt sind. Das Thema hat ja in den letzten Wochen, auch bevor die WM gestartet ist, für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Ich glaube aber trotzdem, dass es absolut richtig war, mit breiter Front sehr kritisch dem gegenüberzustehen und auch auf viele Themen hinzuweisen. Ich glaube, dass aufgrund des großen Feedbacks sowohl der Vereine, der Verbände als aber auch der Spieler selber vor Ort viele Maßnahmen dann nochmal angepasst wurden, die dann am Ende dazu geführt haben, dass es doch eine sichere WM wurde, dass die Blase quasi gehalten hat, es nur zu sehr, sehr wenigen Infektionen am Ende kam und auch wir zum Glück davon verschont geblieben sind, sodass alle Spieler komplett gesund, auch ohne Verletzungen wieder zurückgekommen sind, war natürlich für uns sehr, sehr wichtig, weil jetzt steht eine sehr, sehr anstrengende Rückrunde bevor. Da brauchen wir natürlich jeden Mann. Deswegen sind wir auch froh, dass sich das Lazarett so langsam lichtet. Natürlich steht hinter dem einen oder anderen noch ein kleines Fragezeichen. Da müssen wir halt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche schauen, wie der Zustand sich verbessert, der Heilungsverlauf und wann die Jungs wieder sozusagen voll in den Einsatz gehen können. Grundsätzlich sind jetzt alle schon wieder mit dabei. Und da wird es wahrscheinlich dann von Spiel zu Spiel immer weitere Meldungen geben, dass die Spieler wieder in den Einsatz gehen können. Aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt, wir haben die Pause jetzt auch sehr gut genutzt. Mehr kann dann wahrscheinlich Hassan noch zu sagen, aber dass wir uns da, glaube ich, gut auf eine lange Rückrunde vorbereitet haben. Natürlich, das Thema Corona ist nach wie vor präsent, keine Frage. Trotz dieser Schwierigkeit mit Corona bin ich sehr, sehr froh, dass wir als Liga auch einheitlich beschlossen haben, an dem Spielsystem, dem Round-Robin-System, weiter festzuhalten. Ich glaube, es ist richtig, sich aufgrund dieser speziellen Lage und Situation auch mal über Alternativen zu unterhalten und auch auszuloten, was wäre, wenn. Aber ich denke mal, es gibt keine vernünftige Alternative zu dem Spielsystem, wie wir es jetzt haben, weil es einfach die größte Verlässlichkeit ist für unsere Partner und natürlich auch für die Fans, dass wir weiter an dem Hin- und Rückspielsystem festhalten und dass sich sozusagen da natürlich auch nichts ändert, sondern wir uns dann ganz normal auf die Rückrunde vorbereiten können. Da steht natürlich jetzt ein sehr, sehr schwieriger Gegner bevor, gleich mit einem mit einer Top-Mannschaft, die zu Gast ist, Füchse Berlin, haben sich nach einem schwierigen Start absolut gefangen, stehen, glaube ich, zu Recht auch auf dem zweiten Tabellenplatz gerade, haben eine volle Kapelle, mehrere Welt- und Vize-Weltmeister in ihren Kadern und andere Nationalspieler. Also das wird ein richtig schwerer Brocken. Klar, haben wir natürlich noch ein bisschen im Hinterkopf, das Spiel letzten Jahres, die Black Night, war ein ganz, ganz tolles Event. Da schauen wir mal, inwieweit wir die Füchse da ein bisschen ärgern können. Aber natürlich wissen wir auch, was für ein Gegner da auf uns zukommt. Corona, Füchse, alles schwierige Themen. Trotzdem wollen wir natürlich auch vor anderen Themen nicht die Augen verschließen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass heute mit Harald und der Nürnberger Versicherung heute unser Premium-Partner hier ist, mit dem wir gemeinsam ein anderes schwieriges Thema einfach auch mal wirklich beleuchten wollen und unterstützen wollen. Die Kinderhospizarbeit ist eine enorm wichtige Arbeit. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir als HC-Familie das gemeinsam unterstützen, darauf aufmerksam machen, auf diese wichtige Arbeit und weitere Details dazu gerne natürlich auch von unserem Partner, der Nürnberger Versicherung. Harald, für dich. Danke. Ja, erstmal hallo zusammen. Und ich merke es auch gerade wieder, kriege ich sofort, wenn das Thema kommt, eine Gänsehaut, weil es ist genau wie René sagt, das ist bei all diesen Aha-Regeln, wo wir uns immer sagen, boah, ist ein bisschen schwierig und so und Abstand, das ist echt ein richtig hartes Brett. Und wir sind stolz, dass wir auch hier Partner sein können. Also vielleicht kurz 2 Fakten. Das sind in Deutschland 50.000 Kinder ungefähr betroffen im Jahr, die mit solchen Krankheiten, die
in der überschaubaren Zeit dann leider auch oft im Tod enden. Und da sterben am Tag, nicht am Tag, Entschuldigung, im Jahr 5000 Kinder dran, also um das mal einordnen zu können. Und deswegen sind wir dankbar, um einfach auch aufzuzeigen, dass wir als Nürnberger nicht nur für den Spitzensport hier in der Region da sind, definitiv, aber schlicht und ergreifend auch unser Leistungsversprechen, das wir haben, für Menschen in allen Lebenssituationen da zu sein. Und deswegen ist unser zweites starkes Sponsoring-Standbein, wenn ich so sagen darf, tatsächlich so das Soziale. Ja? Da bin ich gar nicht der Pate dafür, das ist der Martin Seibert, deswegen wäre es wahrscheinlich fast besser, Martin würde hier sitzen, der das Thema sehr, sehr eng betreut und auch sehr, sehr intensiv. Und ich bin als der Unterstützer oder der Hauptansprechpartner für die Handballfamilie der Familie hier echt unfassbar dankbar, dass wir uns zusammengetan haben. Ist nicht normal, ist, glaube ich, morgen sogar eine extra Bande in der Halle. Also wie da eine Familie diesen Familien mit den Kindern zeigt, dass man da zusammenhält, das finde ich persönlich Weltklasse, echt toll. Und auch den Mut des Umgangs, also was weiß ich, Johannes, habe ich gehört, will morgen mit dem Haarband auch auflaufen. Und das finde ich klasse. Und dass wir hier praktisch einfach schauen, dass die Region nicht nur für Spitzensport steht, sondern zusammen als Familie auch für Familien, die in echt schwierigen Situationen sind, da zu sein. Dafür sind wir dankbar und deswegen also ganz lieben Dank an den HC. Vielen Dank. Ja, Hassan, jetzt haben wir ja relativ viel Organisatorisches gehört von René vorab. René hat auch angesprochen, dass morgen ein sehr schwerer Gegner zu uns in die Arena kommt. Aktuell haben die Füchse Berlin 9 Spiele hintereinander gewonnen in der Handball-Bundesliga. Sind jetzt auch ein bisschen mehr schon vielleicht als ihr im Tritt, weil sie haben ja schon 2 Pflichtspiele hinter sich. Siehst du das als Nachteil für euch oder wie schätzt du das Spiel auch allgemein ein morgen? Es ist definitiv ein schweres Spiel, aber bevor wir zu dem schweren Spiel kommen, möchte ich auch noch kurz sagen, dass ich auch das eine sehr gute Sache finde, dass wir uns auch so schweren Themen widmen. Ich bin auch Familienvater und das ist ja immer so ein Thema, wo man einfach weiß, das gibt es, aber man beschäftigt sich damit eigentlich nicht so richtig und ich finde es gut, dass man diese Familien, die wirklich jetzt gerade auch nochmal in Corona-Zeiten wahrscheinlich noch schwerere Zeiten haben als sonst, dass man denen dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit widmet und zeigt, dass wir da auch da sind als Spitzensport. Jetzt zum Spiel, Berlin. Gut, Berlin ist in Topform. Die sind sehr gut in die Pause gegangen, hatten einen überragenden Dezember und sind auch aus der Pause gut wieder rausgekommen. Dazwischen sind noch ein paar Leute Weltmeister und Vize-Weltmeister geworden. Also den Jungs mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Das heißt, es wird für uns ein schweres Spiel, aber bei uns ist es auch jetzt so, dass es umgekehrt läuft wie im Dezember, wo jede Woche wir einen neuen Ausfall zu beklagen hatten. Und jetzt gerade ist es so, dass jede Woche irgendjemand Signale gibt, dass er wieder da ist, sodass unser Kader jetzt etwas besser aussieht als noch im Dezember und wir uns deswegen auch ernsthaft Chancen ausrechnen. Ich glaube, unser Ansatzpunkt sollte sein, die Berliner nicht in ihr Spiel kommen zu lassen. Das sind alles Jungs, die können prinzipiell alles. Die haben einen Weg gefunden, sehr gut zusammen zu spielen. Aber ich glaube, wenn wir ihnen von Anfang an die Spielfreude nehmen, und das soll ja eigentlich unser Ziel im Heimspiel gegen jeden Gegner sein, haben wir eine Chance, wie wir das auch im letzten Jahr gemacht haben, hier die ein bisschen zu ärgern. Meine Mannschaft hat sehr gut trainiert im Januar. Wir haben natürlich viel im athletischen Bereich gearbeitet, auch wieder ein bisschen Kraft getankt, hatten Zeit, an Kleinigkeiten zu arbeiten und sind jetzt, dadurch, dass er das erste Spiel verschoben worden ist, hatten wir noch Gelegenheit, die ganze Mannschaft jetzt wirklich mal beisammen zu haben, eine Woche ordentlich zu trainieren, sodass wir, glaube ich, in einer ganz ordentlichen Verfassung sind. Nichtsdestotrotz, es ist wirklich ein Top-Gegner, die auch da, wo sie jetzt in der Tabelle stehen, völlig zurecht sind. Wir müssen uns sehr, sehr strecken, um da was Zählbares rauszuholen. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ich fange einfach mal an, und zwar mit dem Geschäftlichen, Organisatorischen und die ersten Fragen an den Herrn Selke. Die Politik hat diese Woche weitere Lockerungen im Lockdown in Aussicht gestellt und wir wissen alle, dass der Sport da nicht zwingend an erster Stelle zu stehen hat. Aber inwiefern nährt das trotzdem bei Ihnen auch die Hoffnung, dass es auch in dieser Saison wieder was werden kann mit Zuschauern in der Arena? Ja, also ich meine, wir sind grundsätzlich einfach sehr zuversichtlich und sehr optimistisch, was diese Situation angeht. Das waren wir schon im letzten Jahr, das sind wir jetzt natürlich genauso.
wissen aber natürlich auch, dass wir dieses Thema nicht in unseren Händen haben. Das heißt, da sind wir abhängig von anderen. Und wie Sie richtig sagen, natürlich gibt es jetzt erstmal auch Themen, die wahrscheinlich dem Sport vorgeordnet sind, ganz klar. Ob das jetzt Schulen, Kindergärten oder natürlich auch andere Unternehmenszweige sind, ohne Frage. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Fingerzeig, wo die Reise hingeht. Man sieht es an den Zahlen, man sieht es an der allgemeinen Entwicklung. Klar, dass die große Unbekannte, was das Thema Mutationen angeht, das können wir nicht beeinflussen. Auch das ist reine Spekulation, wie es da weitergeht. Aber der Trend ist, glaube ich, sehr, sehr positiv. Und die jetzt zunächst getroffenen Maßnahmen der Lockerung zeigen, glaube ich, wie gesagt, wohin die Reise geht. Und natürlich hoffen wir auch, dass wir in dieser Saison noch wenigstens erstmal schon auch ein paar Lockerungen, was den Zuschauerbereich angeht. Wann die genau kommen, in welcher Größenordnung die sind, ich denke mal, man wird auch erstmal mit einer gewissen Kapazität arbeiten, dass man erstmal stufenweise anfängt, das Thema wieder zu öffnen. Aber auch das, wie gesagt, ist Arbeit der nächsten Wochen. Da wird die Politik sich mit Sicherheit auch Gedanken zu machen. Wir werden das Thema natürlich auch unterstützen mit unseren Möglichkeiten, mit den Vertretungsverbänden, die wir haben. Und dementsprechend, ja, hoffen wir natürlich auch, dass bald wieder zu den letzten Spielen vielleicht so in der Saison oder im Frühling, je nachdem, wann es halt soweit ist, dass wir dann auch wieder ein bisschen Unterstützung auf den Rängen haben. Zum Sportlichen, die Saison kann man fast sagen, geht jetzt richtig los. Also es ist noch mehr als die Hälfte zu spielen, 23 genau. Spiele noch bis Juni. Mhm. Haben Sie sich mit dem Trainer zusammengesetzt und gesagt, wir wollen Ziel X erreichen in dieser geballten Handballzeit, die jetzt bevorsteht? Ja klar, so viele Spiele wie möglich gewinnen natürlich, das ist ganz klar. Ich glaube, dass wir aufgrund der verletzten Situation, vor allem jetzt im Dezember, ein paar Punkte zu wenig geholt haben, als wir vielleicht hätten holen können, also was einfach auch das Potenzial der Mannschaft ausmacht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt auch noch ein paar Spiele vor der Brust, bevor überhaupt jetzt erstmal die Hinrunde richtig abgeschlossen ist. Und da rechnen wir uns natürlich schon auch Chancen aus. Wir tauschen uns regelmäßig natürlich über den Kader, über die weitere Entwicklung aus und wollen natürlich das bestmögliche Ergebnis. Das ist natürlich jetzt aufgrund auch der Corona-Situation, weil wir nicht wissen, was kommt da noch alles auf uns zu, schwer irgendwelche Ziele auszugeben, an denen wir uns jetzt festmachen müssen, wenn wir gar nicht wissen, wie die weiteren Entwicklungen sind. Nur ich glaube, wenn der Kader jetzt so weit zusammenbleibt, und von Verletzungen weitgehend verschont bleibt und auch Corona uns jetzt nicht noch weitere Steine in den Weg legt, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, unsere aktuelle Tabellensituation deutlich zu verbessern und auch deutlich weiter nach oben in der Tabelle zu kommen. Herr Haas, der Geschäftsführer hat schon gesagt, das Lazarett lichtet sich und Herr Rosenberger hat verraten, dass Johannes Selin morgen mit Haarband aufläuft. Kann man zur Personalsituation konkret was sagen? Sind wirklich alle angeschlagenen Spieler wieder dabei morgen? Ganz so rosig ist es dann doch nicht. Also wir haben auf jeden Fall Simon Jepson und Nico Büdel wieder dabei. Das hilft schon mal, um weitere Alternativen zu schaffen. Johannes Jardin ist auch wieder weitestgehend fit, wo man dann auch abwarten muss, wie einsatzbereit er wirklich ist. Also ein kleines Fragezeichen ist auch da noch hinter. Ansonsten geht es um Tage und also es geht jetzt nicht mehr um Wochen bei den verletzten Spielern. Nur dieses Spiel kommt für die anderen wahrscheinlich noch etwas zu früh. In meinem Traum haben wir die Situation, dass wir im Derby nächste Woche die volle Mannschaft zur Verfügung haben. Aber auch das ist noch, muss man tagesaktuell entscheiden. Was macht die Füchse so stark? Also warum stehen sie so weit oben? Warum sind sie so gut zurzeit? Ja, sie haben sich halt extrem gefangen. Ne? Sie haben einen schwierigen Saisonstart gehabt und haben jetzt, glaube ich, 10, 12 Spiele in Folge gewonnen. Sowas pusht jede Mannschaft. Hast du Erfolgserlebnisse, fühlst du dich besser und performst auch besser. Dazu kommt, dass es gibt viele Mannschaften, über die sagt man ja, das sind entweder zweikampfstarke Spieler oder Werfer. Die können beides. Die haben die Möglichkeit, von hinten aufs Tor zu werfen und sie haben extrem gute Zweikämpfer. Wir meinen ja jetzt auch gerade Paul Drucks mal erwähnt, der ja auch bei der Weltmeisterschaft in die Richtung Akzente gesetzt hat. Es geht letztendlich nur über unsere Abwehr, weil ich würde gerne so wenig wie möglich gegen deren massive Abwehr spielen. Und wenn, brauchen wir einen sehr kontrollierten Angriff, sehr strukturiert, sehr diszipliniert. Das ist das, wie man bestehen kann. Weil die Spiele, die Berlin bis jetzt gewonnen hat, haben sie auch über eigenes Tempospiel, über Ballsicherheit, über ihre extrem gute Abwehr und Torhüter gelöst. Ich habe sogar 13 Spiele wettbewerbsübergreifend ungeschlagen notiert für die Füchse. Bei Ihnen sind es jetzt 4 ohne Sieg. Macht das die Ausgangslage vielleicht sogar ein bisschen komfortabler, weil die Favoritenrolle ist ziemlich klar verteilt morgen? Natürlich, nichtsdestotrotz, hat der René ja eben schon gesagt, wir fühlen uns so, als hätten wir 4 Punkte zu wenig. Das heißt, also etwa 4 Punkte, das heißt, diese 4 Punkte müssen wir irgendwo versuchen, wieder zu holen. Das heißt, wir sehen solche Spiele oder wir sind
oder haben uns selbst in eine Position gebracht oder sehen uns selbst so, dass wir solche Spiele nicht als gucken wir mal Spiele angehen, sondern wir wollen da schon was zeigen. Und so werden wir das auch angehen. Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und möchte gerne noch mal kurz darauf hinweisen, dass auch alle HC-Fans, die ja leider morgen nicht in der Halle sein können, die Aktion gemeinsam für Kinderhospizarbeit auch von zu Hause aus unterstützen können. Und zwar, wie schon vorhin angesprochen, die Mannschaft läuft mit Teddybären und mit grünen Armbändern, also grün ist die Farbe für die Kinderhospizarbeit ein. Und wenn unsere Fans da mitwirken wollen und auch die ganze Aktion unterstützen wollen, würden wir uns freuen, wenn ihr einfach zu Hause euch grünes Geschenkband, alles was irgendwie die Farbe grün hat, zusammensucht und ein Foto postet und uns markiert, die Nürnberger Versicherung markiert. Und dann würden wir uns da sehr drüber freuen, wenn ihr da mitwirken würdet. Dankeschön.